moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zum großen 700 Abonnenten-Special. Seht ihr diese Dose Lapskaus? Die habe ich nicht alleine aufgefuttert. Ich hatte davon nur 2 oder 3 Bissen gehabt. Das meiste von der Dose hat er hier gefuttert. Moin. Ja. Also, was machst du hier? Ich warte hier und auf Naturin, und wenn Naturin da ist, dann machen wir dein 700 Abonnenten-Special. Bist du schon gehypt darauf? Ja, ich weiß noch nicht so ganz genau, aber ich bin mal sehr gespannt, wie es so wird. So, jetzt seht ihr diesen Typen mal in einem besseren Licht. Das hier ist MarvCon TV. So, unser zweiter Gast ist da. So, MarvCon TV und Natururin sind jetzt in meiner Wohnung. Und die stehen genau dort, wo mein legendärer Pult steht. Wer von euch beide möchte denn verraten, was denn das 700 Abonnenten Special auf meinem Kanal sein wird? Ich glaube, das will Natururin machen. Ich zeige euch das mal. Kennt ihr den hier noch? Und was werden wir damit machen? Verspeisen. Genau. Hoffentlich habe ich diesmal das Glück, dass da noch Filetstücke drin sind und nicht wieder alles so zersetzt ist. Also die Dose sieht zumindest nicht so stark aufgebläht aus. Also eigentlich sollten da hoffentlich noch Filetstücke drin sein. So, nachdem Natururin an dieser Dose hier seinen Dosenöffner probiert hat, damit er weiß, wie er den Surströmming öffnen muss, können wir jetzt die Dose öffnen. Und ich kann mir heute Abend lecker Spaghetti gönnen. Jo, ich habe extra alle Fenster geschlossen, damit wir diesen schönen Geruch noch lange riechen werden. Ja, dein Dosenöffner funktioniert super. Ja, jetzt funktioniert er. Oder? Ich habe hier extra ein bisschen Gurkengläser hingestellt, damit du das durchströmige Wasser bei Bedarf da reinkippen kannst. Und trinken kannst. Ja. Wer weiß, vielleicht macht er ja die eine Flatti-Challenge. Surströmming Wasser auf Ex. Da, wo ich kläglich gescheitert bin, wo ich nur einen ganz kleinen Schluck trinken konnte und mir so übel wurde. Aber bei mir war auch der Surströmming komplett zersetzt. Na, das funktioniert nicht so gut mit deinem Dosenöffner. Ja, das funktioniert voll scheiße. Ja. War ich das mit meiner alten Variante? Genau. Ja, hier. Mein Pult leidet, denn der bekommt surströmmig Wasser ab. Ja, das funktioniert doch. Bei der altmodischen Variante. Ja. Ja, also ich muss sagen, es geht bis jetzt stinkt das gar nicht so wirklich. So der erste Moment war ein bisschen komisch, aber so schlimm ist das jetzt nicht. Bis jetzt. Mmh, lecky schmecky, und das Mikrofon hängt fast drin. Ja, wer möchte als erstes beginnen? Ich glaube, ich hole mir noch schnell irgendwo eine Gabel. Lapskaus ist deine Gabel. Ja.
Ja. Bitte schön. Danke. Schaut euch nur diesen schönen Surströmming an. Sehr salzig. Hm. Mmh. Ja, kann man essen. Okay. Ja. Ja. Also ich finde da nichts Schlimmes dran. Außer, dass das wie Salzwasser schmeckt. Und ein bisschen auf der Zunge, bisschen von der Salzigkeit, bisschen vibriert. Salzwasser. Hm? Ja, dass der sehr salzig sein soll, habe ich gehört. Schmeckt wie die Ostsee. Fühlt sich auch irgendwie ganz cool an, Ludwig. Ja. Ja, so salzig irgendwie. Interessanter Geschmack. Ja, dann würde ich auch mal. Gönn dir. Darüber. So speziell irgendwie. Ja, lecker, lecker. Hm. Ja. Salzig. Sehr salzig. Leicht fischig. Aber gar nicht so stark fischig. Ja. Bisschen. Aber trotzdem speziell irgendwie. Boah. Nicht irgendwas, was ich jetzt jeden Tag essen muss, aber auch nicht schlimm. Ja. Ich hab's mir irgendwie schlimmer vor. Ja, ich auch. Ja. Also das Durchstrommigwasser war schon deutlich schlimmer gewesen mit dem zersetzten Fisch. Ja. Ja. Passt auf jeden Fall gut zum Lapskaus eben. Ich habe nämlich eben schon Lapskaus gegessen. Ja. Könnte eigentlich daraus irgendwie Fischbrötchen machen, oder? Ja, dann hau dir das ein auf Ex, mach den Fischdöner. Fischdöner. Hätte ich gewusst, dass das so lecker schmeckt, hätte ich noch ein paar Mehlbrötchen noch gekauft. Ja. Ist halt. Vielleicht gönnt sich noch ein ordentliches großes Stück. Jo. Jo. Gönn dir auch noch ein Stück. Ich habe das große Stück in der Hand gehabt. Das hat er wieder zurückgetan. So, Natururin soll ja noch die Flatty Challenge machen. Und zwar das ganze surströmmig Wasser auf Ex zu trinken. Das Ganze? Ja, ich versuche das jetzt mal irgendwie reinzukippen. Oh, das wird schwierig. Gut, den Boden habe ich auch noch ein bisschen versaut. Da müssen wir halt mal die ganzen Dinger rauspacken. Man sieht schon richtig, wie er sich freut. Ja. Heftig, wie viel Surströmming da drin ist. Ja, kannst du dir heute Abend noch richtig schön gönnen. Ja. Also, ich muss nachher erstmal das ganze Leergut abgeben, damit ich mir überhaupt Brötchen kaufen kann. So. Okay. Viel daneben gegangen. Mmh. Das so viel ist es gar nicht. Also ich hatte das deutlich schlimmer gehabt. Also die surströmmig Wasser auf Action solltest du eigentlich schaffen.
des Tages zusammenkotzen. Glaube ich nicht. So. Kabel kommt hin. Da ist mal rausgesprungen, Flipper. Ja. So, oh, dieser Berg ist auch schön. Mmh. Der Sürströmming-Berg. Ja. So, das ist das ganze Wasser, was ich rausbekommen habe. Also im Gegensatz zu dem, was ich in meiner Challenge hatte, ist das wirklich nicht viel. Aber kann vielleicht auch täuschen, weil das vielleicht ein großes Gurkenglas ist. Aber selbst dann würde ich sagen, das sind maximal 200 Milliliter, wenn nicht sogar noch deutlich weniger. Und ich hatte ein ganzes Glas voll gehabt. Das waren, glaube ich, ungefähr 300 bis 400 Milliliter gewesen. Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Und das hier ist Natururin. Und Natururin soll die Flatti-Challenge machen. Und zwar Surströmming Wasser auf Ex trinken. Natururin, komm zu Flattis Kult. Das wird echt qual. Ist nur einmal auf Ex trinken. Das will ich schon kommen. Ich hab hier auch ein Eimerchen. Und ich stink die ganze Zeit mal unten. Na? Ich nehme mal ein bisschen Unterstützung. Ja, so ist es gut. Geh hier lang, geh hier lang. Du musst nicht. Riech mal dran, ich habe eben schon mal nicht angerufen. Also riecht schon mal besser als der Fisch. Riecht besser als der Fisch oder nicht? Du brauchst das nur in die Hand nehmen, zu deinem Gesicht führen und über deinen Kopf kippen. Oh, das wäre auch gut. Alles, was du nicht schaffst zu trinken, kippen wir dir über den Kopf. Oder hast du drei Gläser? Ich trinke nicht. Ich trinke das nicht. Sag ich dir direkt. Also, wenn er sagt, dass wenn du mittrinkst, dass er das dann durchziehen will. Ich trinke das nicht. Sicher? Sicher. Na gut, ich komme dir entgegen, wir teilen. Ja. So. Dann teilen wir das. So. Du darfst dir aussuchen, links oder rechts. Möchtest du das mit Stückchen oder ohne Stückchen? Links. So, er nimmt links, ich nehme rechts. So, wir trinken jetzt hier das Wasser von diesem Surströmming-Inhalt. Von dieser Dose. Das hat Flatti gerade geteilt, hier in diesem Gefäß hier reingemacht. Und zum Wohl. Prost. Mal schauen, ob wir das auf Ex schaffen. Wenn er das auf Ex schafft, dann hat er die Flatti-Challenge Würströmming Wasser auf Ex trinken geschafft. Ich sehe schon kommen. Du hast ja den Eimer da. Ja. 3, 2, 1. So, das war eine wunderbare Herausforderung gewesen. Das hat uns wunderbar gefallen.
Vielen Dank an Taunus TV für die Sourced-Streaming. Das war richtig wunderschön gewesen. Das müsst ihr alle mal nachmachen. Und ja, darauf trinke ich genüsslich das Bier weiter. War super gewesen. Super Herausforderung. So, das war jetzt das große 700 Abonnenten-Special gewesen. Das hat die ganze Zeit das Handy mitgefilmt. Ihr habt es bestimmt vergessen, ich nicht. Nee, ich habe auch dran gedacht. Ich habe noch gedacht, so, dann wirst du aber diesmal ein bisschen schneiden müssen. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Uah.